Hi Leute und willkommen zurück zu Sacred. Wir sind ja zur Festung Seraphim gelaufen, haben jetzt erfahren, dass eine ganze Menge Gegner zwischen uns und der Bibliothek sein sollen. Und das werden wir uns nochmal angucken. So. Können wir mal mitzählen. 3. 4. Von 6. Bist zu langsam. So. Ich zähle nicht mehr mit. Das glaube ich, das wird zu viel. Hm, ist nichts. Oh, dann ist der gestorben. So. Na toll. So. Komm her. Ja, die Rüstung zählt immer noch. Nice. Oh shit, und jetzt unser Inventar voll. Noch ein Schild? Nee. So, lauf da. Soll ich noch eine Arme schicken? Nice. Wir gewinnen. Und ihr verliert. Was willst du, Dickerchen, dann? Wow, der hilft uns. Nice. Also unsere Vampirfähigkeit ist eigentlich das Beste von allen. Aber dann halt die ganzen anderen Sachen freischalten. Auch so unsere ganze eigene kleine Armee haben. Komm mal. Ernsthaft? Weil da was vom Boden liegt? Können sie nicht rübersteigen? Ich kann keine weiteren Gegenstände mit mir führen. Ein so schwacher Gegner wird meinen Blut kaum stören. Ach, sammel den Scheiß ein. Danke. Wie groß kann unsere Armee eigentlich wachsen? Geh weg. Ich habe das Gefühl, dass nur eine bestimmte Menge. So. Oh, schade. Das war schon wieder mit unserem Spaß. Zeit auszumisten. Kiste. Ich bin kein Packesel. Ja, dann muss das mal werden. Das glaube ich ja nicht. Sich immer noch beschweren ist die Frau hier. So. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier?
Mehr Erfahrung? Ja, und Feuerschaden. Ich will doch gar keinen Feuerschaden. Ah, ich habe gar kein Feuer. So, sind hier rein. Was kann ich für euch tun? Stufe 3. 3, 4. Und mein Wolf ist auf Stufe 9. Wow. Richtig nice. Beschwören tun wir ihn auf Stufe 39. Das heißt, er ist sogar leveltechnisch über uns, der Wolf. Deswegen hält er so gut durch. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Wir haben Feuerschaden. Oh, nicht schon wieder. Erstmal will ich gucken, was hier ist. Dürfen wir da runter? Steht zu Diensten. Nee, schade. Okay. Dann verkloppen wir. Oh, wir müssen hier lang. Wir verkloppen leider niemanden, weil wir müssen hier runter. Toll. Oh, Moment, der Eingang ist hier. Moment. Ah, guck mal einen an. Wow, das wusste ich nicht. Das ist ja nice. Weg. 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 Auch weg. Nee, weg. Beinschienen 60. 66 und Fähigkeiten, also weg. Ja, das kommt weg. Angriffstempo plus 16, harter Schlag plus 3. Der ist schon schlechter. Wow. Dann weg damit. Der kann auch weg, der weg, der weg. Die ganzen blauen Tränke können wir gleich mal benutzen. So. Das gefällt mir, dass hier ein Händler ist. Hätte ich jetzt echt nicht mehr mitgerechnet. Ah, Moment. Das fällt mir ein. Wir haben ja das hier gesaved. So. Dann können wir jetzt wieder weitermachen. Schön. Schon wieder Meisterkuss. Meisterbiss und so. Der wird einfach nur noch zersägt von uns. Ich hatte auf ein bisschen mehr Gegenwehr gehofft, aber... Irgendwie wehren die sich alle nicht. Vielleicht sind wir schon zu hoch gelevelt. Oder unser Vampir ist einfach zu mächtig. Mit der ganzen Ausrüstung, die wir haben. Das könnte ich auch sein. So, nehmen wir das nochmal. Ja, komm. So, was haben wir hier? Hör und Feuerschaden. Oh, ich will Erfahrung haben.
Wie paar lohnt sich das nicht mal einen Trank reinzuschmeißen? Na komm her. Level up. Sehr gut. So, hier haben wir nichts. Sieht aber schon ziemlich nach einer Bibliothek aus. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Dass sie ein bisschen gewütet haben hier. So. Aha, guck mal da. Passt wieder. Dann gehen wir jetzt auf mehr Leben. Oder auf Parade. Ne, Parade haben wir schon. Rüstung. Was war das denn noch? Waffenkunde, mehr Schaden? Vampirismus. Regeneration, Vampirismus. Regeneration. Was heißt denn das genau? Vielleicht nehmen wir dann am Tag nicht mehr so viel Schaden. Ich habe keine Ahnung. Oh, jemand kann das dann nachgucken, ne? Fähigkeiten werden schnell regeneriert unter Tag. Ja, der Vampir nimmt am Tag weniger Schaden. Ah, ja, gut. Das ist ja gut. Oh, wir haben noch nicht alles geboostet. Hier 100 Geschick. Sehr geil. So, klauen wir uns das nochmal. Das braucht ihr nicht mehr. Ein Kammerherr, metaphysische Abhängigkeit und Gesang. Zur Zeit der Chaoskriege extrahierten wir aus der Seele dieser Welt Elemente, die unsere Seraphim zu schützen hatten und ihnen heilige Bedeutung verliehen. Elemente, die das Rad des Lebens und des Todes bestimmen. Elemente, die, genau zusammen, die Macht über die Ebene des Lebens und des Todes verleihen. Elemente, die von den Ältesten der Seraphim in alle Winde verstreut und vom Blut der Kriege überdeckt wurden. Aha. Ich verstehe diese kryptischen Weisungen. Um den Sakara-Dämon zu vernichten, benötigen wir die heilige Macht der Elemente, aus denen Ankaria besteht. Findet diese Elemente. Die Schriften und Bücher geben uns Hinweise. Das Element der Lüfte ruht auf dem Eisgipfel von Frostgard. Das Element des Feuers in den Drachenhöhlen von Alcazaba Nocdraco. Das Element des Wassers in der Festungsruine von Veragnar. Und das Element der Erde in den Höhlen der Dunkelelfen von Suragnar. Wenn ihr die vier Elemente habt, trefft mich in der Enklave der Zauberkundigen von Burg Sternental. Aha. Vier Elemente gilt es zu finden. Sie polt sich einfach weg. Wilde Kuh. Oh, das hatten wir schon. Gut, Ankarias Herz. Oh, guck mal, wie wir übersehen haben. Hallo. Hey. Diese Kreaturen kann ich mit normalen Waffen nur schwerlich bezwingen. Normalen Waffen schwerlich bezwingen. Dafür haben die aber ganz schön platt gemacht gerade. So, verkaufen wir noch ein paar Sachen. So, dann hoffe ich auf ein paar Gegner. Na. Wie viele Moss leben noch? Ein oder drei? Oder alle drei? Perfekt. Schade, unsere Begleiterin ist jetzt ja weg. Okay. Hier, stirbt. Wir können mal auferstehen lassen.
So, jetzt keiner. So, wir haben uns ganz das Gefolge aufgebaut hier. Na, nicht vorbeilaufen. So. Ist er nach oben? Jetzt können wir hier durch. Da dürfen wir hier durch, ja. So, komm mal her hier. Verstehen, sagt man. Es ist Zeit, dies zu beweisen. So, warum bleibt der da stehen? Ist ja dumm. Ups, jetzt habe ich aus den Erfahrungstrank genommen. Mist. Ah, perfekt. Perfekt. Na toll. Ah, jetzt fallen wir ins Zeug. Schade. Oh, das hat sie uns einen Schaden machen. Wird direkt wieder weggeheilt. Wir haben nur 2%. Das ist echt heftig. Die machen echt viel Schaden. Na komm. So, hier auch nochmal sterben. Bevor wir hier rausgehen, möchte ich aber den anderen Weg nochmal kurz gucken. Woanders lang. Na komm her. Sehr schön. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was ich hier machen kann? Nee. Wow. Keinen Sinn, dass wir im Kreis laufen. Nee, kann nichts machen. So, holen wir uns mal unsere ganzen Flieger wieder. Und dich. Hat das jetzt gemacht? Ne. Ah, alle drei sind da. Perfekt. Dann, so und weiter. Easy.
Wodurch werden die eigentlich immer gebannt? Ach, habe ich eine Fähigkeit vielleicht, dass die deswegen festgehalten werden? Das wäre sogar durchaus möglich, ne? Komm zurück! So, wir sind da weiter. Oh, schön. Noch ein paar mehr Gegner. Soll ich noch eine Arme schicken? So. Auch nochmal sterben. Hier nochmal sterben. Oh, die Geister halten sogar richtig was aus. Schon im Stau. Nun seid ihr an der Reihe. Ja, das war ja Fledermäuse in Ruhe, du Blödmann. So, hier auch nochmal. Schrei ruhig. Die Fledermäuse sind aber auch irgendwie cool. Das Beste ist echt, dass wir noch eine Heilung nebenbei drauf haben. Wir müssen uns durchgehend heilen. Mit jedem Schlag. Das ist echt heftig. So, jetzt stirb hier. Noch einen. Nehme! Wir prügeln uns hier gerne durch. Soll ja nicht so schwer sein, ne? Wow, jetzt lohnt sich das. Oh ja, gerne. Ich nehme jeden Scheiß mit. So, und du auch nochmal. Oh, warte mal. Irgendein Ring? Nee, Schulterpanzer. Verlängerte Nacht plus 6% Angriffstempo plus 8. Der hier? Ausruf, Stärke, Angriffstempo plus 13 sogar. Wow. Wahaha, was bist du? Sisless, Hüter von Frostguard. Okay. Huldvoller Ring der Pein. Parade plus 2, Minimumstufe 25. Waffenschaden magisch. So langsam werden die Ringe doch mal richtig interessant. 53 weg und 50 wieder rein. Der hier könnte auch nochmal raus.
53 bis 54 sogar. Hm. Und dann ist der hier unnütz. Haben wir noch irgendeinen anderen Ring, der cool ist? Das sind die Schulterpanzer. Schade. Dann, ja. Verwandeln wir uns mal. Und gehen zum Angriff über. Du wachst es, meine Gute, so schnell. Boah. Na komm, hau ihn kaputt. Oh shit, hält der was aus. Wie nennt ihr euch? Anführer? Anführer von wem? Den Haufen bluttriefenden Fleisch hinter mir? Sterbt! Leck mich ab! Singen. Das ist aber schädlich, wenn wir genug Heiltränke haben, heißt das. So. Ah, wir hätten doch nicht so viele Heiltränke verkaufen sollen. Weil es haben nur plus 2%, ne? Eure Mitläufer liegen schon im Stau. Nun seid ihr an der Reihe. So, Sisless, du musst leider draufgehen. Nein, hör auf, uns zu schlagen. Oh shit, wir haben keine Heilung mehr. Natürlich trifft er jetzt die ganze Zeit. Wow! Will mich verarschen. Wow. Meine Güte, das soll ich nicht überlassen. Boah, mir fehlt ein bisschen. Okay, mir fehlt ein kleiner Schlag. Wir müssen uns erstmal ein bisschen heilen. Und wir müssen hoffen. Ah, oh, das ist doof. Wir haben alle unsere Heiltränke verbraucht. Ah, ist so kurz davor zu sterben. Mist. So, ich werde dann auch die anderen Fledermäuse holen, wenn wir wieder angreifen. Oh Mann, Mann. Ich weiß, der Part ist schon lang, aber wir werden den noch besiegen, hoffe ich. So, eine Fledermaus. So, er da nur rumgammelt, ist alles in Ordnung. So, den letzten aktivieren wir auch nochmal neu. So. Ach, wie nennt ihr euch? Anführer?
Anführer von dem? Dem Haufen bluttriefenden Fleisch hinter mir? Sterbt! Komm schon, stirb! Oh, wir haben's! Oh mein Gott, war das knapp. Oh shit, war das knapp. Oh, Vampirweinschienen. 112. Angriffstempo. Waffenkunde plus 6. Ach, das ist doch schon wieder Müll im Fall. Ja gut, das ist nur ein Dealer und das ist Gold, ne? Hm. Das hier, 126. Angriffstempo plus 8, verlängerte Nacht plus 6. Angriffstempo plus 13, das ist einfach zu krass. Angriffstempo plus 16, 13, wie auch immer. Hm. Gut, wir bleiben hier stehen, nicht, dass wir noch irgendwie sterben. Und regenerieren ein bisschen unsere Energie. Beenden hier den Part und ja, zum Glück ist wieder ein Drache weg. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.